Kuriose Szene beim dritten Rennen der ADAC Formel 4 in Oschersleben. La Liberté und Armstrong starten auf Position 1 und 2. 15 Sekunden später sind beide ausgeschieden. Die jungen Piloten mit dem identischen Fahrfehler in Kurve 1, der Bremsfehler und ab ins Kiesbett. Die beiden Pechvögel im Gespräch. Wie konnte denn das passieren? Der lachende Dritte, Lirim Zandelli von Mücke Motorsport. Der junge Bochumer fuhr danach souverän von Position 1 ins Ziel. Zweiter wird Oliver Söderstrom. Ein Doppelsieg also für Mücke Motorsport. Szene des Tages allerdings, der kuriose Abflug der beiden Führenden in Kurve 1.